Hey liebe Leute und willkommen zur nächsten Runde von Brotato. Wir versuchen noch ein bisschen hier Sachen freizuschalten. Ein bisschen was habe ich ja schon geschafft. Ich habe mir mal was angeguckt. Genau, ich gewinne einen Durchlauf mit Normalo. Das versuchen wir mal. Und gleichzeitig versuchen wir halt hier Gefahrenstufe 1 zu durchlaufen. Oh, nicht weiter, zurück. Wir wollen zurück, zurück zum Hauptmenü. Ja, das war ein eigenes Game, was ich gemacht habe. So, wir nehmen Normalo, der hat ein bisschen mehr LP, ein bisschen Ernte, ein bisschen Tempo. Nichts wirklich krasses oder so, aber wir nehmen mal die MP. Ich finde die MP immer cool. So, wir versuchen Gefahrenstufe 1. Pop, pop, pop. Macht nicht viel Schaden, aber für die hier reicht, würde ich sagen, ne? Bam, bam. Na, schade. So. Reichwerte wäre nicht schlecht. Technik. Na, Konstruktion haben wir noch nicht. Das würde ich eigentlich auch probieren. Das war 5 Geschütztürme gleichzeitig. Wir nehmen erstmal die Reichweite. Klebeband. Nehmen wir mal ruhig die Medizinpistole. Fernkampfschaden, ja, Tempo haben wir ja ein bisschen mehr, das ist okay. Und dann go. Bloop. So, schön alles einsammeln hier. Piu, 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 piu. Komm schon. Schon was einsammeln hier. Ja. Perfekt. So, 2 Level sogar geschafft. Nice. Tempo brauchen wir nicht. Ich bin tatsächlich für Max LP. Damit wir nachher kein One-Shot sind. Weil wenn wir jetzt bei Fernkampf bleiben, können wir das eigentlich nehmen. Oder wir nehmen noch ein bisschen mehr Reichweite. Wir nehmen mal Reichweite. So, noch eine MP. Das ist immer gut. Durch die Hand kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Ernte. Das ist jetzt auch gar nicht so bad. Und dann machen wir ruhig das hier. Man könnte die jetzt schon verbinden, aber ich finde 2 ist eigentlich immer gut. Solange wir noch nicht voll gecapped sind mit Waffen, können wir das ruhig so machen. Ballern wir uns hier schön durch die Gegend. Piu, piu, piu. Oder unten kommt eine ganze Horde. Nice. So, immer schön versuchen, mehr Ernte zu kriegen. Oh, hier Fernkampfschaden. Also das Game will auch wirklich, dass wir fernkampfmäßig hier durchgehen. Dann machen wir das. Das könnte für später gut sein. Geht auch, glaube ich, für Minen. Funktioniert das auch. Minus einen Fernkampfschaden will ich eigentlich nicht. Wir machen mal das Dynamit. Und wir würfeln einmal neu. Wir können ruhig die Pistole nehmen, das heißt, wir kriegen. Wir müssten eigentlich noch eine Reichweite kriegen. Ja, okay. Nochmal eine Explosion. Das Ding haben wir ja schon. Das ist gar nicht so bad. Wie gesagt, die Hand ist eigentlich komplett nutzlos. Die nehmen wir wirklich bloß wegen den mehr Ernte. Piu, piu, piu. So, jetzt merken wir aber schon, dass wir hier nicht mehr so viel Schaden machen. Wir brauchen jetzt schon ein bisschen länger, bis wir tot sind. So. Nahkampf brauchen wir nicht. Elementar auch nicht. Reichweite würde ich nehmen. LP-Regeneration, ne? Wir haben eigentlich gut. Nehmen wir die Reichweite. So, noch eine MP. Nice. Das brauchen wir alles nicht.
Ja, wir lassen es ruhig mal so, bis wir die nächste Waffe finden, kaufen. Dann können wir die noch verbessern. Auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mehr Schaden hier. Aber trotzdem 2 Level geschafft, das ist gut. Mehr Ernte und Ausweichen. Wir nehmen es mal. Ja, dann nehmen wir den mehr Schaden, haben wir gesagt. Oh, perfekt. So, hier kombinieren. Die Hand können wir auch kombinieren. Kriegen wir plus 6 Ernte. So, jetzt ist die Frage. Schrot oder Flammenwerfer? Beide gehen theoretisch auch. Dann würde ich tatsächlich die wegmachen. Ups. Mal gucken. Hier ist eine Laserwaffe. Nee, das ist egal. Da würde ich auch nichts sperren. So, jetzt müssten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Wumms haben. Auf die Dinge aufpassen. Au. Ist ein bisschen nervig, ey. So. Ja, da sind wir jetzt schon bei 25. So, Sauerstoff brauchen wir nicht. Der Ball ist ganz gut. Schraubenschlüssel brauchen wir nicht. Einmal neu würfeln. Ja, machen wir die weg. Nehmen die. Den können wir nehmen. Schade, den hätte ich tatsächlich gern genommen hier. Bisschen Reichweite ist nicht so schlimm. Die Augenbinde. So, machen wir hier so einen Heilbot. Ist auch ganz gut. Diese Schnecken aufpassen mit ihrem Ansturm. So, fast. Ah, schade. Da nehme ich tatsächlich, glaube ich, die Rüstung. So, wir nehmen das. Das Geschütztürmchen. Und das nehmen wir ruhig auch. Der Schredder. Rückstoß können wir nehmen. Und das Ding können wir ruhig sperren. Die eine Rüstung nehme ich gerne weg. So, sehr gut. Ah, jetzt kommen die Dicken hier. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen.
wir machen diese Fernkampfeinheiten von denen mehr zu schaffen hier. Obwohl der große Dicke ist auch schwer. Piu, piu, piu. Oh, schade. Ganz knapp. So. Oh, ist alles gut, ja? Aber ich glaube... Nehmen wir das hier, ein bisschen Glück. So, das wollten wir nehmen. Ausweichen ist mir egal. Nimmst 3% Schaden. Dafür nochmal 2 Rüstungen. Das kriegen wir hin. Sind wir schön tanky so ein bisschen, ja. Wir müssen jetzt schon wieder ein bisschen gucken wegen Schaden machen. Flammenwerfer wollen wir natürlich so ein bisschen in den Nahkampf, damit die alle weggebrutzelt werden, aber nicht zu nah. Es fehlt eindeutig ein bisschen Schaden. Oh. Aber wir sind zum Glück recht tanky. Also können uns eigentlich nicht so schnell one-shotten. So, 2 Level, nicht schlecht. Nochmal 2 Rüstungen. Fernkampfschaden nehmen wir auf jeden Fall. Ausweichen ist völlig egal. Wo wir noch mehr Rüstung haben. Ja, wir nehmen mal Lebensabzug. So, Pistole 2, die können wir nehmen. Das können wir gleich tauschen hier. Wir haben 6, das ist schon krass. Minus 40 Reichweite, das ist zu blöd. Nee. Eine Dreier-Schrot. Die können wir ruhig nehmen. Eine Dreier-Medizinpistole, das reicht leider nicht. Mehr Rüstung und Ausweichen. Wir sperren die mal. Und go. Au. Okay, die machen doch etwas mehr Schaden. Wir bleiben hier beim Heilbot. Ein bisschen. Zumindest versuchen wir es. Oh fuck. Genau reingerannt. Eieieiei. Rüstungsschaden. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Schaden. Elementarschaden brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl wir haben Flammenwerfer, ne? Also mal bei plus minus 0. Minus 10 Schaden. Wieder auf 0. Einmal können wir kostenlos würfeln. Ja, ich glaube, ich nehme den Schredder. Kriegen wir mal ein bisschen mehr Reichweite.
Dann nehmen wir halt die Hand weg, ne? Wir sperren den mal. Und dann legen wir mal los. Eieiei. Also auf jeden Fall Schaden. Gehen wir hier einfach durch. Ja, schade. Fast. Ja, nehmen wir. Warum nicht? Über den Schaden. So, wir machen jetzt die Hand weg. Nehmen lieber den Schredder. Taser brauchen wir nicht. Mal gleich aufwerten. Wir haben Feuerturm. Mehr Crit, dafür eine Rüstung weniger. Das können wir ruhig machen. Auch nochmal mehr Schaden. Ganz gut aus. Wir sollten auf die großen Typen ein bisschen aufpassen. So, zwei Level, eigentlich ganz gut. Wird ein Gegner getroffen, sinkt sein Tempo. Sind denn im Minus? Muss ich mal machen. So, wir nehmen Fernkampfschaden. Wie gesagt, wir haben ja den Feuerwerfer. Den Flammenwerfer so rum. Medizinpistole, nee. Mehr Bäume ist immer gut. Minus 2 Schaden. So. LP-Regeneration haben wir nicht. Sparschwein. Ein Schwert. Bis dann an der Welle, bla bla bla. Wir nehmen auf jeden Fall den. So, Welle 13. Okay. Einsammeln hier. Ja, okay, cool. Wenigstens ein Level geschafft.
Lebensabzug. Das können wir ruhig nehmen. Nahkampf brauchen wir nicht. Ich glaube, dann nehmen wir die Reichweite. So, wir nehmen das Lasergeschütz. Wir nehmen noch das andere Geschütz. Und minus 10 Schaden. Das kann ich mir, glaube ich, nicht leisten hier. Das ist... Das können wir aber machen. Pistole 4. Go. Jawohl, 5 Geschütze platziert. Auf jeden Fall was freigeschalten. Doch ganz gut aus. Oh, genau reingelaufen. So. Nee. Technik brauchen wir nicht. Obwohl, doch, wir haben 1000 Türme, ne? Technik ist eigentlich gar nicht so bad. So. Nahkampf ist Schwachsinn, aber wir haben eigentlich gut Ernte. So, das können wir ruhig machen. Schaden. Ja. Der Schredder, den haben wir schon auf 3, ne? Shit. Der Flammenschlagring. Sicher zum ersten Mal. Tempo. Wir sind im Minus. Nö. Holzfällerhemd nehmen wir und dann lassen wir mal ein bisschen Kohle sparen. Aber jetzt eigentlich, wie gesagt, womöglich noch den Schaden verbessern. Oder uns ein bisschen tankiger machen, dass wir hier keinen One-Shot werden. Sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Tempo, wo sind wir da? 26. Das ist schon heftig. Ich würde gerne unser Tempo ein bisschen wieder auf Plus bringen. So, Kriegerhelm. Nein. Ausweichen, Rüstung runter. Plus 5 Gegner. Nee. Das kann man nehmen. Mache ich nehmen. So, Medizinpistole bringt nichts. Igel. Das ist schon bei minus 2. Minus 1 Rüstung plus Ernte. Ah, ich hätte den Coupon kaufen sollen. Ups, den glocken wir auf jeden Fall mal. Das war ein Fehler. Schredder macht auch ganz schön gute Arbeit. Die platzen hier manchmal. Oh.
reinlaufen sollte ich nicht. Okay. Die nehmen wir, die Brille. Ausweichen, wenn du dich nicht bewegst. Nee. Wir nehmen Fernkampfschaden. Nehmen wir den Coupon. Kerze. Nee. Lebensabzug. Mehr Reichweite. Nochmal ein Laserding. Das können wir ruhig nehmen. So. Ja, ich würde gerne ein paar mehr Waffen haben. Tatsächlich. Wir haben super viele Türme jetzt schon. Oh. Please no. Ein Glück. Diese Fernkämpfer nerven am meisten, wirklich. Oh, oh, oh. Oh. Aus dem Weg. Okay, wir sind absolut nicht tanky genug. Reichweite, wir haben super viel. Das noch, aber haben wir ein bisschen mehr LP. Könnten die Reichweite wieder voll kloppen. So, alles Blödsinn hier. Noch ein Turm. Das ist eigentlich ganz gut hier. Das hätte ich nehmen sollen. Das locken wir mal. Das locken wir auch mal. So, wir haben noch zwei Wellen. Komm schon. 20 Türme hier, die schießen. Gefühlt. Ja, ein bisschen einsammeln hier. Sammeln. Gleich geschafft. Nice. So. Oh, mehr Schaden. Ein bisschen weniger Reichweite, ist aber okay. Rüstung und Technik nehmen wir auch. Wir gehen Dumbler wieder ins Plus. Und dann nehmen wir hier die beiden Sachen. Und das ruhig. Ernte brauchen wir jetzt nicht mehr. Ein Exoskelett. Ein Schmob. Nahkampf, Fernkampf. Du, das ist, glaube ich, eh die letzte. Ist jetzt die letzte Welle oder kommt denn noch einer? Wir sperren mal das Exoskelett. Sieht ganz lustig aus. Dann legen wir los. Hier haben wir eine Sache schon freigeschalten, aber wenn wir das jetzt noch schaffen hier, eine Welle kommt dann noch, wenn wir die hier schaffen, dann hätten wir auf jeden Fall noch eine Errungenschaft frei. Zwei sogar.
bisschen vorsichtig. Mal kurz hier so durchluchsen. Okay, huiuiui. Nee. Nehmen wir ruhig noch mal ein bisschen mehr davon. Nee. Schade. So, wir nehmen mal das Exoskelett. Wo wir dann wirklich keine Heilung mehr haben. Eine Rakete, Mann. Wer kennt sie nicht? Die Alien-Augen. Noch ein Heilungsbot. Ja. Und go. Oh shit. Stimmt ja, da war ja was. Schon. Jetzt verbrenne doch endlich. Nice. Uiuiuiui. Okay, das war Critical Crass. Wir gucken mal Fortschritt. So, das haben wir freigeschaltet. Wir haben den Stier freigeschalten. Rüstung. Du explodierst für 30, wenn du Schaden nimmst und kannst keine Waffe ausrüsten. So, dann haben wir den hier noch. Den Ingenieur haben wir freigeschalten. Oh, das ist krass. Alle Techniken werden um 50%. Du beginnst mit einem Schraubenschlüssel, Konstruktionsbauen beieinander. So, dann haben wir hier die Kartoffel noch freigeschalten. Als Item. Ja, dann würde ich mal sagen, kann man mit dem Ingenieur. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal den Ingenieur als nächstes. Wir machen jetzt hier aber erstmal einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ich versuche mal dann hier die Gefahrenstufe 2 bis 5 noch zu schaffen. Bin mir nicht sicher, wie weit wir da kommen. Das wird ziemlich knackig. Also das Game hat schon einen ziemlich knackigen Schwierigkeitsgrad, wenn man nicht aufpasst. Man ganz schnell tot. 60 ausweichen. Ja, wir könnten mal gucken. Ja, das sind hier einfach nur noch die Leute mit den Leuten gewinnen. Ja, okay. Also wir könnten jetzt noch mal probieren, auf 200 Ernte oder so zu kommen, aber oder 3000 Materialien mit mir führen. Da sparmäßig ganz schön krass. Ja, wir gucken mal. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schön wäre, wenn ihr einen Like-Button betätigt oder mir ein Abo dalassen würdet. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.